Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Blankit Cooks. Heute habe ich wieder mal ein ganz tolles und vor allem sehr leckeres Rezept für euch. Ich mache gefülltes Hähnchenfleisch von der Hähnchenkeule, das ich von dem Knochen entfernt habe oder getrennt habe. Also das ist ein Rezept, das ich wirklich nicht abwarten kann, bis es fertig ist. Das Hähnchenfleisch fülle ich, also zuerst bestreiche ich es mit einem Käseaufstrich. Ich habe mich heute für einen Käseaufstrich mit Lauch entschieden. Danach gebe ich ein paar Scheiben Käse drüber, irgendein Schinken oder Salami und geräuchertes Rindfleisch. Das Fleisch wird dann gerollt, paniert und gebraten. Und zum Schluss gebe ich es für ungefähr eine halbe Stunde in den Ofen. Bleibt dran, um zu sehen, wie ich es zubereite, und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und hier sind die Zutaten. Für dieses Gericht benötigen wir ungefähr 1 Kilo Hähnchenkeule, getrennt von den Knochen, geräucherten Putenschinken, geräuchertes Rindfleisch und Käse, 2 Eier für das Panieren und natürlich Mehl und Paniermehl. Ein Käseaufstrich. Ich habe mich heute für einen mit Lauch entschieden. Ihr könnt aber auch einen anderen nehmen. Gewürze für das Fleisch, Gemüsegewürz und Knoblauchgewürz. Als erstes würze ich das Fleisch. Und vermische alles sorgfältig. Nun können wir mit dem Füllen beginnen. Als erstes bestreiche ich das Fleisch mit dem vorbereiteten Käse. Danach gebe ich Käse drüber. Ein wenig geräuchertes Rindfleisch und Puten. Nun rolle ich alles. So muss es ungefähr ausschauen. Und ich wiederhole den Vorgang, bis das glänzende Hähnchenfleisch verwendet ist. Nachdem das ganze Fleisch gefüllt und gerollt wurde, kann es auch paniert werden. Das vorbereitete Fleisch kommt zuerst ins Mehl. Danach ins Ei. Und zum Schluss noch ins Paniermehl. Und das gleiche mache ich auch mit dem anderen. Nun ist das Fleisch bereit zum Braten. Nun gebe ich das vorbereitete Hähnchenfleisch in eine vorgeheizte Bratpfanne mit Öl. Und ich brate das Fleisch von allen Seiten schön goldbraun an. Nachdem das Fleisch schön von allen Seiten angebraten wurde, gebe ich es in ein kleines rundes
Blech. Und nun kommt das Fleisch in den Backofen für ungefähr 20 Minuten. Ich stelle den Ofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze und gebe das Fleisch hinein. Das gefüllte und gerollte Hähnchenfleisch ist nun fertig. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr macht es nach. Bitte lasst ein Like, einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!